Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII. Auf dem Weg zum Shinra-Konzert befinden wir uns derzeit auf der oberen Plattform von Sektor 7 und kämpfen uns unseren Weg durch. Und auf dem Weg werden wir die Zerstörung von Sektor 7 erst richtig sehen können. Viel Spaß! Alles klar. Schöne Wand. So. Lurking the Darkness. Oh, Platinoring. Magiewert erhöht. Oh. Scheiß auf das Ding, ey. Ganz ehrlich. Magie nochmal um 10%, das mache ich doch. Die Willenskraft, ist was anderes. Magiewert erhöht. Hm. Ach so, Magie ist da unten. Oh. Na egal, magischer Attacke zählt dazu. Wie viel Magie hat dann Tifa? 67. 76. Ne, 67 ist richtig. Okay, habe ich mich wohl vertan. Naja. Extrem einsturzgefährdet. Und hier werden wir kämpfen? Klingt nach einer sehr guten Idee. Da bin ich dabei, Jungs. Was gibt's Besseres? Hängt hier vielleicht irgendwo ein Seil rum? Ich weiß nicht, eventuell. Vielleicht da, wo der Pfeil ist. Ne, da geht's runter. Die Sonne, sie blendet. Meine armen Gamer-Augen, das können sie nicht ertragen. Hier wahrscheinlich, wa? Ja. Ich nehme es mit allem und jedem hier auf. Geht das oder sind die dann in der Luft? Naja, zumindest die kleinen Drohnen. Oh, mit Schwertsturm. Und jetzt komm mal runter, mein Freund. Der Feind ist geschützt. Wo willst du eigentlich hin? Volle Kraft. Das war's dann. Naja, war ein Versuch wert. Ziemlich schwach. Schluss mit Lust. Aber ich wollte gerade heilen. Sehr gut, weiter so. War da gerade was? Nee. Doch! Da! Ihr bewacht eine Kiste? Wird schon irgendwie klappen. Dann übernimm! Überlass das mir! Weißt du was? Barrett haut richtig Schaden raus. Au! Was soll denn das? Ich hab Spaß mit dir. Aber dafür ist er langsam. Na, ist das Teamwork oder was? Glaub schon. Super Trank. So, und wir gehen jetzt hier höher, oder? Wie schaut's? Eins, oder? Oh, oder wir nehmen einfach die Treppe. Das, geht natürlich auch. Trümmererklimmung. Wieso können wir hier rein? Ist hier irgendwas zu verstecken? Ist das vielleicht sogar der richtige Zum Weg? Angriff. Heute steht Wo bist du denn? Ein Granatwerfer. Nur kein Über. Wirksames Blitz. Die Schockleiste wird jedes Mal gefüllt, wenn eine bestimmte Schadensmenge hinzugefügt wird. Ja. Vergiss es.
Na gut, dann gucken wir mal. Jetzt komm ich. Ich denke, das tut weh. Was machst du denn da? Hä? Ich komm da nicht ran. Barrett. Mach mal. Jetzt komm ich. Aus dem Weg. Kannst du aufhören damit? Nein? Elektroschock? Barrett? Tu mir doch mal einen Gefallen und mach mal stehlen. Oh, stehen fehlgeschlagen, schade. Ich zähle auf dich. Es geht weiter. Komm, der ist doch so gut wie kaputt. Das läuft doch ziemlich gut. Ja, nicht schlecht. Wenn's hier zu bröckeln beginnt, na dann gute Nacht. Wird schon nicht. Halt, Moment. Ich wollte noch erst die Treppe langlaufen. Ich glaube, das ist der richtige Weg da. Oder gibt es alternative Wege? Das wage ich zu bezweifeln, Leute. Aber wir gucken trotzdem. Ach, da geht's nicht lang. Ja, cool, das hätte man merken können. Diese paar kleinen Steinchen. Kann man ja nicht drüber laufen. Nein, 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 Leute. Das geht nicht. Das ist ja... Es können nur Superhelden. Die können da nur rüberfliegen. Das verstehe ich bei manchen Spielen einfach nicht. Diese Game-Design-Entscheidung. Ja, wir packen da jetzt ein Steinchen hin und da kommt da niemand drüber. Nur dumme kleine Kinder würden das tun. Eine Phönixfeder. Hier sind nur noch Shinra-Boxen. Und Shinra-Truhen. Turbo-Eater. Erstmal den Rückweg antreten. Ja, das war klar. Da ist eine kleine Kiste. Die nehmen wir mit. Wachmacher. Aber will uns jemand gleich einschläfern? Schauen, hier ist nichts mehr. Ja, aber hier sind noch ein paar Kisten. Hier sind wieder normale Kisten. Ja gut, sind auch Shinra-Kisten, aber nicht so deutlich, nicht so rot. Wahrscheinlich älter. Hallo? Seile? Ich sehe keine Seile. Ich sehe also keinen Weg. Oh. Wir könnten diesen Weg nehmen. Prägt euch den Anblick gut ein. Ja, du Scheiße. Sicher jetzt erst. Oh. Nur Trümmer. Ey, das bewegt sich. Sich verdammt gut an, dass wir Shinra jetzt endlich an den Kragen gehen. Platz nicht vor Wut. Keine Sorge, wenn hier wer platzt, dann diese Shinra-Säcke. Hab grad mal überlegt. Eigentlich dieses Glück und Stehlen. Beziehungsweise, das hätte ich gerne an Cloud, das Stehlen aus Feintechnik. So Feintechnik würde ja reichen. Gewährt die Chance auf Erlernen gegnerischer Techniken, die erlitten werden. Ah. Ich glaube, dafür brauchen wir kein Glück, oder?
Ich hätte es gern verklaut. Machen wir das so. Dann packen wir hier. Warte. Barrett, Feintechnik und TP-Absorption. Dann machen wir Feintechniken und TP-Absorption. Was auch immer das für eine Kombi sein soll. Mal gucken. Ich will mit ihm einfach alles erlernen. Gucken, vielleicht sind da richtig geile Sachen bei. Und dann packen wir hier halt. Keine Ahnung. Achso, MP-Boost, ne? Nicht MP-Boost, sondern Magie-Boost. Magie-Boost. Wollt ihr hier echt lang? Lass mich untersehen. Alles ganz cool. Bin dir Ruhe selbst. Ich bin... Ich glaube, da muss ich Barrett wieder was Neues geben, oder? Ich glaube schon. Heißt, die Kombi ist halt einfach zu gut. Vor allem mit Barrett spiele ich halt nicht. Was bringt er mir das, wenn er diese Techniken hat, weißt du? Das ist das Ding. Ich mag Barrett auch gar nicht. Vom Spielstil her. Und dann packen wir halt bei dir rein. Den FP-Boost. Und den Engel. Bin ich jetzt blind? Wiederbeleben. Wieso denke ich jetzt, was heißt Engel? Wiederbeleben. So, stehlen, heilen. Dann behalten wir trotzdem das Glück da. Und dann kriegst du noch einen TP-Boost. So. Jetzt haben wir es. Jetzt kann er hinten chillen. Und ich mach den anderen Scheiß. Immer. Übernimm du. Überlass das mir. Nachschlag. Ey, Freundchen. Hä? Ich hasse es, dass die so in der Luft sind, ne? Vor allem ist der da fast tot. Nicht aufgeben. Oh, von dem Messerstecher die Fähigkeiten zu erlernen. Hoho, das wär's doch. Weißt du, er sticht einmal Cloud und dann lernt er dieses Küchenmesser. Das wäre richtig geil. Das wäre richtig nice. Den Endboss einfach mal so messern und das war's. Au. Aber ich glaube, das geht nicht. Jeden einfach so messern, weißt du. Ich glaube, so einfach ist das nicht. Es geht weiter. Der Kleine muss sterben. Scheiß Klette. Okay. Hat jemand noch Aero? Kann ich es nicht sehen? Feuer. Ich glaube, ich habe keinen Wind, ne? So eine olle Kuh. So. Nee. Was? Ich habe keinen Wind mehr. Hupsi. Vor allem Barrett kommt da sowieso nicht mehr ran. Ja, mach die kaputt. Ich sehe nichts mehr. Oh, Eisaura. Bitte lernen, Cloud. Bitte lernen. So, Barrett, jetzt bist du dran. Oh! Ah, das ist an... Die Fähigkeiten sind an... Ah, oh, das ist ja cool. Sind die an die Materia gebunden? Das ist cool.
Okay, dann habe ich nichts gesagt. Das ist alles gut. Aber ich werde das jetzt noch nicht nochmal wechseln. Das ist ein bisschen blöd. Jetzt kippt er einfach um. Es geht weiter. Hä? Das darf einfach nicht sein. Mann! Scheiß Drecksvieh. War okay. Einige Gegner gehen hier gar nicht, ne? Na, zumindest habe ich beim Endboss eine Eisaura. Ist doch nicht schlecht. Mehr kriege ich wahrscheinlich nicht zusammen. Aber das Abstechen von dem Kleinen hätte ich so gern. Das schaffen wir. Uns hält niemand auf. Echt jetzt? Oh, ich muss noch eine Analyse machen. Bin mal so frei. Eis und Wind, die beiden schlechtesten Dinger aller Zeiten, weißt du? Ja. Du, hier bist am Arsch, mein Freund. Stirb. Machen wir hier nochmal einen Mutangriff gegen dich. So. Das war's dann. War der alleine? Lol. Wie arm. Aber Cloud ist eh in der Action und Barrett kriegt ja keine Fähigkeiten ab. Er ist ja mehr so passiv hinten. Und dann wäre es vielleicht für Tifa noch gut. Runter! Scheiß Heli, wirst einfach nicht locker! Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Wir müssen immer in Bewegung bleiben. Ich lauf doch! War klar, dass ich es mir wieder abbekomme. Ich seh nix! Weißt du, die anderen sind schon weg und ich kriege den ganzen Schaden ab. Vom Regen in die Taufe, was? Okay. Was soll das? Hier, nimm den. Alles endet hier und jetzt. Wir schaffen das. Geil. Warte, bin gleich bei dir. Los. Könnt ihr aufhören damit? Wäre das möglich? Spezialeinsatz. Na, was ist? Oh nein, er ist auch tot. Muss das beenden. Oh, er ist unter Schock. Alles endet hier und jetzt. Nice. Oh. Ein Nickerchen kannst du später machen. Ui, eine Verteidigung. Ich ramm dich einfach. Volle Ladung. Okay. Oder auch nicht. So, erstmal muss ich tiefer heilen. Ich komm ja nicht mal ran. Hallo, Digga. Was soll das? Oh, der ist so langsam. Ich freue mich schon, wenn er seine Knarre wieder hat, ey. Dann ist er wenigstens wieder wertvoll. Lass mich mal. Komm jetzt auf mich! Ich bin unschuldig! Zwecklos! Zack! Abschlag! Na komm her! Ja! Ich kann nicht mal abwehren! Was für ein Huso, Alter! Sorry, aber. Ich bin an deiner Seite. Kann ich anders sagen, ey. Gegen den. Barrett, Fähigkeit.
Bebende Erde gegen den. Jetzt mach ich Nägel mit Kosten. Wer bist du denn jetzt schon wieder? Was willst du denn? Könnt doch so ein kleiner Kackhaufen hier, ey. Oh, Gebet. Nice. Nächste Gebetsstufe. Zack, richtig viel Leben. So, Barrett. Bebende Erde gegen den. Echt jetzt? Auf Hochtouren. Okay, Cloud, jetzt bist du dran. Klingenstahl. Und tiefer Fähigkeiten, vielleicht kommst du mit Tackentrick hin? Ja. Heißt, hier bräuchte ich Barrett, aber ich kann einfach nichts machen. Weil Barrett einfach kacke ist mit seinem Nahkampfding. Natürlich, natürlich. Natürlich kannst du das. Ja, los, schieß doch. Ja, zumindest ein besseres Gebet haben wir jetzt. Bebende Erde. Und Klingenstahl. Sind ein gutes Team, Barrett. Du bringst mich in Verlegenheit. So. Sehr schön. Materia ist wieder hochgegangen. So wünsche ich mir das. Ist hier noch irgendwas versteckt? Nein. Oh, nur noch Kackbratzen hier unterwegs, ich sag's euch. Puh. Ja, nur noch Kackbratzen unterwegs. Wo sind die Kackbratzen? Wieder, du verschonst deine Ex-Kumpane. Das hatte ich nicht vor. Oh, Cloud, kannst du irgendwas machen? Kannst du Eisaura machen, ne? Sicher ist sicher. Versuch. Nicht übertreiben. Verfall, du Affe! Einfach geil. Einfach geil, diese Gegner. Sollst du verdammtes Gebet machen? Nicht fliegen. So, und jetzt machen wir schön Feuer. Nur auf den einen? Der andere war doch direkt daneben. So, und dann müssten wir eigentlich schon wieder richtig fit sein. Fit sein. Ganz schön blamiert. Ja, Leute, das war fair. Also, fairer geht's gar nicht, ne? Toll. Ich habe mich gerade geheilt. Danke, ihr Säcke. So. Waffen gibt's wieder keine. Nun denn. Weiter geht's. Gegengift. Also man kommt hier ständig Sachen, und man braucht sie einfach nicht. Irgendwie ein bisschen konfus. Oder habt ihr jemanden gesehen, der mich hier irgendwie krass vergiftet hat? Nein. Habt ihr nicht getan. Nee, oder? Ich muss jetzt den ganzen Weg zurücklaufen. So. Wie komme ich jetzt zurück? Ich komme da, glaube ich, gar nicht mehr hin zurück. Ne, habt ihr nicht gemacht, oder? Ne. Ne, das hat... Nein. Und das da, wo der Heli hat mich doch angegriffen. Stimmt, ich bin hier runtergekommen, nachdem der Heli mich angegriffen hat. Und zwar da. Wie komme ich an die Kiste ran?
wenn ich von hier aus gleich da irgendwie hinkommen könnte. Aber ich bezweifle stark. Cloud. Wir fangen von vorne an. Machen wir. Hey, Cloud, du hilfst uns doch bestimmt. Wird nicht billig. Wisst ihr, was das Tragischste an diesem Ausblick ist? Die Kiste. Ja, die traurige Musik passt jetzt zu meinem Leid. Dass ich die Kiste nie bekommen werde, weil ich nie aufgepasst habe. Vielleicht habe ich schon noch eine zweite verpasst, die ich nicht gesehen habe. Was war das? Was? Kiste? Achso, da geht's nur hoch.